Ja, willkommen zum zweiten Teil von der Feed-Umstellung. Wir haben uns jetzt zu dem Zelda geportet und da hat auch schon Kyla direkt gecallt. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zu dem Kyla hin, oder? Genau. Machen wir. Und ein Reh hat auch irgendwo gecallt. Aber den Call habe ich nicht mitbekommen, nur von der Sau, aber. Ja, den konnte ich nicht aufnehmen. Achso, Der eben okay. von Reh. Vom Reh habe ich. Den habe ich nur gehört, aber Munition ich. hast du aufgerüstet wieder. Ja, Munition ist aufgerüstet, alles. Alles komplett voll. Ich sehe da aber gerade Gar nix. nicht. Auch nicht. Nein. Direkt davon hergekrollt in den. Warte mal, da kommt sie beim Wald. Kommst du? Oder ist das nur ein Busch? Ich hätte gedacht, es hat sich gerade eben bewegt. Nach rechts Nee, ist ist halt auch nur nicht, ein. ne? Nee. Das ist komisch. Ja, dann würde ich aber sagen. Lass uns direkt mal zum Feeder gehen, oder? Ja, machen wir. Gut, und dann sehen wir uns am Feeder wieder. Bis Also, bis gleich. gleich. So, Leute, da sind wir wieder. An dem Feeder ist leider gar nichts. Aber dafür ein Rothirsch. Den darf das Hedderich jetzt mal schießen. Oh, okay. Wenn er wegrennt, schieße ich ihn. Gut. Bereit? Kann, ja, ich bin bereit. Gut. 3, 2, 1. Perfekt. Der ist down. Nice. Der liegt. Der wird nicht mehr weiter rennen. Ja, da fülle ich den aber auch gleich nochmal mit auf, wenn ich schon da bin. Ja, klar. Auf jeden Fall. Dann hast du fürs nächste Mal wieder Sound. Ja, keine Ahnung. Der Fieder war jetzt schlecht, da hatte ich meine Rekordanzahl von Zaun gehabt. Ja. 35 Stück. 35. Okay, da war nichts drin gewesen in dem Fieder. Aber trotzdem. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, dass ich ihn aufgefüllt hatte. Ja, das kann auch sein. Aber ist auch nicht schlimm. Aber hier waren Sauen. Nee, erotische. Ah ne, rotische. Lass einfach noch wegen über den Feldern dann laufen und noch ein, zwei Tiere anschießen. Jo, machen wir. Oder wollen wir noch zu dem anderen Fieder da? Der andere Fieder ist so 100% leer. Ah, oh, okay. Oder habe ich den aufgefüllt? Nee. Wir Den. können ja einfach mal gucken gehen. Vielleicht ist er ja voll. Erst das Tooling gelungen und ich dann Eingeweide getroffen. Okay. Dann gucken wir da gleich nochmal über dem Feld, ob da was ist. So. Nur dann mache ich erst noch mal ein kurzer Cut, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, sobald ich das nächste Tier vorhab. So, Leute. Da ist ein Reh. Nice. Nice, liegt. Im Knall. Ja. Ja, die 7 mm ist schon eine recht starke Waffe. Da liegen die Rehe eigentlich sofort im Knall. Ja, normalerweise immer. Und wenn nicht, laufe es 3 Schritte und falle dann um. Ja, oder so. Ja. Aber mit der kannst du auch eigentlich fast alles schießen, außer Niederwild. Ja, Bitte. für Rehe ist sie eigentlich fast ein bisschen zu stark, aber man darf sie mit schießen, dann schießen wir es halt mit. Aber ich meine, es ist doch besser, wenn es ein bisschen zu stark ist, dann hat man halt die Sicherheit, dass es nicht weiter rennt. Das ist auch, stimmt auch wieder. Weil da können die lieber schnell sterben am großen Kaliber, anstatt am kleinen Kaliber elendig zu verbluten. Ja. Also so finde ich jetzt. Ich finde es auch besser, das große Kaliber, und vor allem hat man da einen zu langen Nachsuchen. Ja, genau. Gut.
So, dann laufen wir noch mal über den Feldern, würde ich sagen. Und das sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann. So, da ist ein Rothirsch. Nein, der ist weg. Fuck. Da ist noch ein Reh auf der Wiese. Schießt du. Und der Rothirsch, weißt du, wo der lang gerannt ist? Der ist rechts. Jetzt rechts von dir über den Hügel. Dann schieße ich erstmal schnell das Reh. Gut. Perfekt. Und dann gucken wir mal gleich nochmal nach dem Rothirsch. Das war eh nur ein weibliches. Eine Kuh. Sitzt da noch ein Wasser an? Ne, das ist wohl Reh. Ja. Kann mal passieren. Ach klar. Das ist ja auch nicht schlimm. Das war mein anderer PC im Hintergrund. Man hat's gehört. Ja, er hat sich gerade aus irgendwelchen Gründen neu gestartet. Naja, aber wahrscheinlich schon so lange an. Das kann sein. Laptop oder PC? Der Laptop hat sie neu gestartet, alle. Ah, okay. Das ist auch stimmt. Eigentlich schon wenig, ist eigentlich auch schon wenig spät zum Aufnehmen, jetzt die Uhrzeit, wo wir gerade eben haben. Yep. Warte. Wir haben es genau 3.29 Uhr. Ja. Haben wir ein bisschen früh angefangen zu jagen. Naja, früh ist es immer gut. Ja, das stimmt. Besser ein bisschen früh als zu spät. Ja, was ist denn jetzt los? Ach so. Ich hab's falsche Aufnahmeprogramm, darum habe ich ab und zu mal ein bisschen FPS-Heimbräuche, also nicht wundern. Aber das ist nur ab und zu. Ein Slot mit 60 und ab und zu geht's halt mal auf 30 runter. Okay. Und nimmst du sonst eigentlich mit Shadowplay auf, oder? Ja, normalerweise schon. Achso. Und das ist der Rotisch über dem Hügel da drüber? Nee, rechts. Jetzt, guck mal, wenn du da. So, wo? Warte, ich zeichne dir das auf der Karte ein. Nix, Karte. Richtung drehen. Karte mache ich nicht gerne auf. Ah ja, stimmt. Ungefähr da, wo ich jetzt hingucke. Nee, wir laufen mal lieber in der Richtung weiter und gucken mal, ob da was ist. Da war mal gerade eben was gewesen. Yep. Gucken wir gleich nochmal drüber, aber nicht machen wir es nochmal ein kürzeres Kettchen. Ja. So. Nee. Hier ist diesmal nichts. Jo gut, dann sehen wir uns wieder, sobald wir das nächste Tier gefunden haben. Also, bis dann. So, ja. Da sind wir nochmal. Da ist eine Sau. Ich wollte den Bock Glück. Ganz rechts schießen, wenn ich darf. Erste Mal gucken, ob du Abschussfreigabe bekommst, weil Stefan hat in dem Jahr für seine Rangliste ein ganz rechte kannst du wegbolzen. Ich fange... Fährsabbruch. Kotzt mich gar nicht. Ne, ich nehme jetzt immer so ein Draufnahmenprogramm. So. Ich fange damit das Sau an. Und du nimmst dann den Rehbock. Den hinteren Rehbock. Ja, genau. Also. Drei. Warte mal, ja. Ich sehe die Sau nicht. Ich sehe die Pass Sau auf, nicht. Der Rehbock kommt sehr nah. Ja, ich sehe die Sau. Bereit? Ja. 3, 2, 1. Der Bock ist mir jetzt erst mal, oder weg. So, ey. Ich hab beide. Oh, sorry. Was schon, sauber, hat doch gut geklappt. Ich wollte dir jetzt nicht klauen, nur ich wusste jetzt nicht, wie schnell du mit Nachladen und alles warst. Hast du Zweifel am Meister? Nein, habe ich nicht. Ich wusste jetzt nur nicht, ob du noch auf den geachtet hast. So. Das wird das nächste Mal besser reichen. Es waren aber zwei schöne. Das stimmt. 117. Ist das viel für einen Bock? Nö. Naja, aber da hat irgendwie viel größer ausgesehen. Ja, na, ich glaube, du meinst den anderen. Ja, der andere hat er nur bis 170 angezeigt. Achso, nur bis 170. Okay. 117 bis 170, also es war ein größerer als der. Ah, okay. Und was ist das Maximale von so einem Rudi? 270. Knappe 270. Okay. So. 144. Okay. Jo. A small one. Naja, two small schon. Ones. Ja, und jetzt also kommt die gut, Sau. Jetzt kommt meine Sau. Die schicke Sau. Gehirnschuss, da wo es hin soll. Nice. Ja, gut.
ich glaube, dann beenden wir doch das Video. Das hat gerade eben so gut geklappt. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du dabei warst. Ach, nicht dafür. Der erste Teil hat ja gut geklappt vom Video. Der zweite gerade eben nicht so gut. Es waren keine Säuder. Aber naja, wir haben trotzdem was gefunden. Und dann würde ich sagen, ja, nee, erst noch einmal. Ich stream zurzeit sehr oft den Livestream, den Link zu meinem Livestream auf Twitch findet ihr unten drunter in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und weiter mit euch. Genau, haut rein.